Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Oh, ja gut. Ich such dir einen Sklaven aus. Gut, aber mach nicht zu lange. Den Sklaventausch machst du gefälligst selbst. Ganz wie du willst. Nein, nein. Mach dir keinen Ärger, klar? Penis. Ach, Mann. Echt, Depp klickt nicht. Na, weißt du, wer daran schuld ist? Genau der Typ hier. Ja. Komm ich denn? Was? Nein. Komm ich hier nicht vorbei? Geh deinen Weg, du Pisser. Okay. Wen haben wir hier noch? Sklave. Sklavenwache. Morde einfallsreich. Na gut, sieht ja nicht so Premium hier aus. Hier wieder zurück. Gab es noch ein paar andere Leute, die eventuell noch was von uns willen? Wir willen was von dir. Ach, fick dich, Dennis. Wen haben wir hier? Niemanden. Das ist auch gut. Und wen haben wir hier? Auch niemanden. Mensch, ist das spannend. Der Typ sieht mir noch badass. Ja, sicher. Hast du dich verlaufen? Korrekt. Ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im inneren Bereich der Burg an, den sie nicht kennen. Das heißt? Das heißt, dass du dich um die Stadt verdient gemacht haben musst, damit sie dich für unbedenklich halten. Okay. Erst dann darfst du dich frei unter ihnen bewegen und ihren Anführer sprechen. Ganz einfach. Selbes Spiel wie immer. Kommt mir bekannt vor. Mir auch. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Marek. Ich bin der Anführer und Ausbilder der Söldner in Montera. Wenn du hier Scheiße baust, fällt das auf mich zurück. Und das ist schlecht für dich, verstanden? Okay. Ja, sehr gut, bei dem muss ich mich melden. Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja, sagt er das? Nun gut, jetzt bist du ja hier. Sehr gut. Was hast du für mich zu tun? Hast du was zu tun für mich? Für einen Söldner gibt es hier in Montera immer was zu tun. Na dann. Aber für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Prima. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist dein Vorteil. Wie das? Ich kann dich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt. Ein Arschloch. Verstehe, ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Verstehe, ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Ach komm, bist du dir dafür etwa zu schade, oder was? Ich schätze, du hast keine andere Wahl. Okay, Gut, wir brauchen ja die Punkte, weil wir ja zum Anführer wollen und fragen, was es mit Xardas auf sich hat und den Feuerkelchen und so. Deswegen werde ich einfach mal sagen, gut, ich werde für dich arbeiten. Und ich muss mir echt angewöhnen, nicht so laut irgendwie so auf die Maustaste zu schlagen. Ich meine, hört man das arg? Gut, ich werde für dich arbeiten. Gute Entscheidung. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Okay, was weißt du über Xardas? Weißt du was von Xardas? Ja, er hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Das mit der Runenmagie war ein guter Plan. Ein kluger Mann. Ich bin froh, dass er nicht zu meinen Feinden zählt. Okay, du scheinst Xardas zu mögen. Du scheinst Xardas zu mögen. Mögen ist zu viel gesagt. Dafür weiß ich zu wenig über den dunklen Magier. Aber ich mag den Gedanken, den ewigen Streit zwischen Orks und Menschen endlich zu beenden. Xardas scheint der Schlüssel dazu zu sein. Er hat etwas Großes vor mit den Orks. Das beruhigt mich nicht. Wie auch immer. Bei allem, was ihm nachgesagt wird, ist Xardas am Ende auch nur ein Mensch. Ja, da hast du wohl recht, Marek. Okay. Weißt du, wo ich Xardas finden kann? Wo finde ich Xardas? Ich weiß nicht, wo der Magier seinen Sitz hat. Angeblich sollen nur die Ork-Schamanen seinen wirklichen Aufenthaltsort kennen. Soviel ich weiß, befinden sich in Geldern und Silten einige der bedeutendsten Schamanen der Orks. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Geldern? Und Silden? Geldern, Silden. Okay. Machen wir Montera fertig. Dann gehen wir nach Trelis. Nach Geldern und dann nach Silden. Oder noch. Ah, ich weiß nicht, oder? Das ist kompliziert. Egal, machen wir später. Wo ist der Typ? Willst du mich verarschen? Wo ist der hin? Du Penis, was denkst du dir?
Ich schwöre dir. Fick dein Mutter, Alter. Okay. Nee, ernsthaft, wo ist der hin? What the fuck? Egal. Du willst doch nicht an. Ja, halt's mal jetzt. Lässt mich in die Burg. Nein! Wir wissen nicht, ob wir 73 Punkte. Na dann. Okay. Ja, super. Ich würde ganz gern mit dem Mongo hier. Boah, der Typ stinkt extrem nach Maggi, wisst ihr das? Zudem sage ich nur eins. Ja, das ist meine Meinung. Und es kommt noch schlimmer. Oh, das sieht nach Arena aus. Hey, du Wicht. Wenn du in meiner Arena kämpfen willst, musst du erst bei mir dein Preisgeld bezahlen. Was ist bitte von Mongo? 500 Goldmünzen. Oder du kannst gleich wieder abhauen. Ja, hier, du kannst mich mal. Nee, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Bezahl dein Preisgeld oder zieh Leine. Ich bezahl später. Du willst nicht, was? Dann mach dich weg, Schwächling. Den will ich übertrieben gern aufs Maul hauen. Nimm mein Geld. Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. So ein Bastard. Okay. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Ich muss ganz kurz hier mal mein Fenster zumachen. Ich bin gleich wieder für euch da. Kleinen Moment. Aber ich beende die Aufnahme nicht. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Trotzdem gefällt mir das Ganze. Am besten überlegst du es. Glaubst du wirklich? Ja, bloß auf. Ich bin schlimm genug, wie es ist. Scheiß. Irgendwann ist egal. Probleme erledigen sich von selbst. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Möglich ist alles. Wenn er so weitermacht, wird das richtig. Aber trotzdem schlägt das nicht so weit. Okay. Sorry, Leute. So. Okay, dann können wir weitermachen, würde ich sagen. Arena. Gut, Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, die aufs Maul hauen. Ja gut, dann... Wen brauchen wir denn? Ich glaube, ich hab dir noch keiner aufs Maul gehauen, oder? Ja, lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst. Okay, ich werde aber davor erstmal speichern. Ups. Und ihr seht, 3 Monate. Io, 3 Monate habe ich nicht mehr gespielt. Heute haben wir den 12.8. Und am 8.5. habe ich das letzte Mal gespielt. Krass. Aber es kriegt er erstmal aufs Maul. Was fällt dir ein, mich zu schlagen, hm? Du Bobby. So. Zack. Ich hab's ja nicht verlernt, wa? Ein Bastardschwert. Hammergeil. So, Geld. Nagelkeule. Wird noch irgendwas? Nope. Okay. Ja gut, das ging ja schnell. Mich würde mal interessieren. Ja, halt's Maul. Das Bastardschwert ist scheiße. Gut. Oh. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder! Ich weiß. Hier ist dein Preisgeld! Aufpassen, was man so rum erzählt. Der Rechte, der zieht sich hier erstmal hindurch, Alter. Was ist das denn? Moin. Naja, so ist das hier also. Der Fedor. Ach, der Fedor, schau in Game, der Quiz. Okay, was ist der Preis? Was ist der Preis, wenn ich dich besiege? Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmünzen. Sehr gut. Dann kämpfe mit mir. Also dann, wir sehen uns in der Arena.
So, weghauen die olle Tunte. Boah, fuck. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin schon ein geiles Tier. Nee, Spaß, okay. Bartaxt. Und den Feder mal ausnehmen hier. Zack. Okay. Bis der Kerl wieder aufsteht, würde ich sagen, hauen wir uns hier mal ein Fleisch rein. Wie er sich immer wegdreht, ne? Guck mal. Und? So, ja, sicher. Erstmal einen Apfel essen. Okay. Audio? Qual. Hier ist dein Preisgeld. Ich glaube, ich habe dem so hart aufs Maul gehauen, dass es dem glatt die Sprache verschlagen hat, dem guten Mann. Lass mich in Ruhe. Den hatten wir schon. Was geht denn bei dir da hinten so? Wenn du keinen Ärger mit meinen Herren haben willst, redest du besser nicht mit mir. Er heißt Dan und ist Gladiator. Also sieh dich vor. Okay. Ich kann nicht mehr. Ja. Dan, wo haben wir denn Dan? Hugo. Ja. Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Ja. Ist das dein Sklave da drüben? Ist das dein Sklave da drüben? Ja, Marek hat mir den Burschen angedreht. Keine Ahnung, was ich mit dem Kerl soll. Okay, es ruckelt. Ich setze ihn als Preisgeld für einen Kampf in der Arena. Alter, warum ruckelt es jetzt so? Ja gut, dann steigen wir mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Gut, besiege Dan in der Arena. Der Mongo steht hier immer noch drin. So, komm. Und zack, die Bohne, Bumsi, Fick. Ja. Welch harte Herausforderung. Ah, das gibt richtig geil viel Ruf. Und Ruf ist ja, wie alle wissen, nicht schlecht, ne? Also. Geh jetzt besser. Ja, dann geh ich halt. Okay, dann steig mal auf. Steh mal auf, Dan. Du siehst ein wenig niedergeschlagen aus. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Genau. Und die Erde ist eine Scheibe. Oh, du bist gut, Mann. Ich weiß. Du siehst gar nicht so aus, wenn du mich fragst. Na, ich sehe gut aus. Okay. Was ist mit deinem Preis? Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Sehr gut. Okay, gibt's sonst noch jemanden, der aufs Maul will? Lass mich in Ruhe. Nein. Mach hier keinen Ärger. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Glaubst du wirklich? Das ist ja lame. Hä, war es das jetzt oder wie?